Hallo, ich begrüße dich auf meinem YouTube-Kanal Archimenges Mind Design. Mein Name ist Archimenges, ich bin diplomierter Hypnosetherapeut und ich möchte, bevor du dir die Meditation, die Hypnose anhörst, Krebs und Selbstheilung, möchte ich einfach mal ein paar Worte an dich richten. Ich weiß, dass Krebs ist ein sehr, sehr schweres Thema. Aufgrund der Erfahrung mit meinen Klienten weiß ich, dass da ein emotionales, riesiges Loch entsteht. Von Hilflosigkeit. Von Selbstbestrafungsgedanken. Wieso passiert mir das? Was habe ich getan? Was habe ich falsch gemacht in meinem Leben? Wo kommt das her? Schuldzuweisungen entstehen. Und ich möchte dir erstmal klar machen, dass du für diese Krankheit keine Verantwortung trägst. Ganz klar. Es ist deine Krankheit. Du musst damit umgehen lernen. Du musst dich selbst unterstützen zu dieser Heilung. Aber es ist nicht deine Schuld. Ganz klar. Ich weiß auch, dass viele Klienten einfach ihr komplettes Selbstvertrauen verlieren. Ganz spontan, ja. Mein Körper arbeitet nicht mehr für mich. Wie kann ich damit umgehen? Das sind hier die Fragen, die hier geklärt werden, diese Meditation. Diese Meditation oder Hypnose besteht aus drei Teilen. Der erste Teil ist der mentale Teil. Hier geht es darum, dass du für dich aus der negativen Gedankenspirale, die dich begleitet, in eine positive Gedankenspirale hineinkommst. Zum Beispiel solltest du nicht hadern mit dir und selbst bestrafen, sondern darüber nachdenken, was geschieht in diesem Heilungsprozess, was geschieht nach der Heilung, was mache ich mit meinem Leben, nachdem ich wieder genesen bin. Das wird das erst also von negativen auf positiven Gedanken kommen. Es geht hier nicht um dieses esoterische Positivdenken, sondern hier geht es wirklich um die eigene innere Kommunikation. Ich weiß, dass 80% der Menschen da draußen in ihrem Leben leiden. Und dieses Leid entsteht durch die falsche innere Kommunikation. Die ist uns irgendwo antrainiert worden im Laufe des Lebens. Aber wenn man da drauf kommt, kann man dann mit sehr, sehr viel bewegen in sich. Einfach gut zu sich selbst reden. Einfach sich vorstellen, du bist selbst dein bester Freund. Du bist 365 Tage, 24 Stunden mit dir zusammen. Du hast den ganzen Tag einen Monolog im Kopf. Du triffst 20.000 Entscheidungen. Und wir sollten oder jeder sollte im Endeffekt über sich selbst in den positivsten Tönen, Gedanken denken. Das wäre der erste Teil, das Mentaltraining. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, das ist das körperliche Training. Da geht es ins Unbewusste hinein, ganz unbewusst. Das heißt, wir werden hier oder ich werde hier mit Bildern arbeiten. Ich werde dir Bilder präsentieren, die du in deiner Trance, in deiner tiefen Hypnose verändern sollst, dass sie für dich passend sind, damit du nachher ein Ergebnis hast. Unser Unterbewusstsein arbeitet in Bildern und ich möchte, dass diese Bilder dieser Krankheit, dieses Krebses, dieses Monsters, das sich begleitet, sich verändert. Und zwar, vielleicht wird das Monster kleiner oder dein Immunsystem wächst an. Hier geht es um dich, um deine Krankheit, um deine Begleitung des Lebens im Augenblick. Und ich möchte, dass du einen Weg der Heilung beschreitest, anstatt einen Weg des Krankseins. Ganz klar. Und der dritte Teil, das bist natürlich du, der wichtigste Teil in dieser ganzen Hypnose, in dieser Meditation, in dieser Trance-Reise, bist du der wichtigste Teil, denn du musst dich dafür öffnen. Du solltest dich dafür öffnen. Du solltest dir das erlauben, dich dafür zu öffnen. Ich weiß, es hört sich für viele sehr komisch an. Was passiert mit mir? Es passiert gar nichts mit dir. Es werden einfach Lösungen gefunden, die dein Unterbewusstsein dich dazu hinleiten, deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Hypnose will immer heilen. Es gibt keine Hypnose, die zerstört. Außer die eigene Hypnose, mit der man dann unterwegs ist, in negativen Gedankenstrudel. Das war's schon vorneweg. Ich bedanke mich bei dir. Ich hoffe, du genießt diese Hypnose und ich hoffe für dich, dass du über diese dunkle Zeit, toll hinwegkommst, dass du verstehst, mit dir anders da umzugehen, gerade nach solch einer Erfahrung. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. So. Und ja, vielen Dank, ich wünsche dir alles Gute, viel Spaß mit der Hypnose, viel gute Erfahrung für dich mit dieser Hypnose, viel gute Selbstheilungsentwicklung für diese Hypnose. Und mein Gedanke dahinter ist eigentlich, wenn dir diese Hypnose eigentlich nur 10%
bringt auf deinem Heilungsweg, sind das 10%, die musst du nicht anders da leisten. Ich bedanke mich bei dir für die Aufmerksamkeit, denn ich glaube, in der heutigen Zeit ist jemandem Aufmerksamkeit zu schenken für ein paar Minuten schon das Wichtigste, was man einem anderen Menschen geben kann. Vielen Dank und wir hören uns. Ade. Hallo, ich begrüße dich zu der Hypnose, zu der mentalen Reise, zu der Trance-Reise. Krebs und Selbstheilungskräfte aktivieren. Ich bin Ari Menges, diplomierter Hypnosetherapeut, und ich lade dich herzlichst ein zu dieser tiefen, wunderbaren, wirkungsvollen Hypnose-Trance-Meditation. Wenn du es dir selbst erlaubst, dieser Hypnose zu folgen, möchte ich, dass du eine angenehme Position für dich einnimmst, so dass du dich richtig wohlfühlst. Vielleicht streckst du dich nochmal. Vielleicht reckst du dich nochmal, so dass du dir genau die passende, Position hast, um dieser Hypnose angenehm und tiefenentspannt zu folgen. Und ich möchte, dass du dir jetzt erlaubst, dich von allen Gedanken zu lösen, die deinen Geist beschäftigen und dich nicht entspannen lassen. Löse dich von diesen Gedanken. Lass sie einfach fliegen. Die spielen ab jetzt keine Rolle mehr. Suche dir einen Punkt an der Decke, wo die Wand mit der Zimmerdecke zusammentrifft. Schau dir diesen Punkt an. Denn das hilft dir, die Muskeln um deine Augen herum zu entspannen. Ich bitte dich nun, dir deiner Atmung bewusst zu werden und einen Atemzug zu nehmen, so tief wie du kannst. Sobald du dazu bereit bist, atme tief durch die Nase ein, halte die Luft etwa 4 oder 5 Sekunden lang an und atme durch den Mund wieder aus, so wie es dir gerade möglich ist. Atme wieder ein, halte kurz die Luft an und atme langsam wieder aus. Und ich möchte das noch 3-mal wiederholen mit dir. Atme wieder ein durch die Nase. Halte kurz die Luft an. Und atme wieder aus. Atme wieder ein. Halte kurz die Luft an. Und atme wieder aus. Und jetzt das letzte Mal. Atme wieder ein, halte kurz die Luft an und atme wieder aus. Wenn du jetzt auf deinen Körper achtest, spürst du, dass dein Körper schon viel entspannter ist. Genauso wie dein Geist. Alles ist im Augenblick viel entspannter, als es noch vor einigen Minuten war. Nimm jetzt noch einen tiefen Atemzug. Werde dir deine Atmung und deiner Lunge bewusst. Halte kurz die Luft an und atme wieder aus. Und jetzt atme in deinem Rhythmus weiter. Achte mal auf deinen Atem, dein Ein- und Ausatmen. Denn das Ein- und Ausatmen ist ein wunderbarer Anker, um dich tief in eine ganz tiefe und immer tiefere Entspannung hineinzuführen. Lass all den Stress und die belastenden Gedanken des Tages mit der Luft ausströmen. Du machst das sehr gut. Werde dir bewusst, dass beim Ausatmen dein Körper absolut entspannt. Und fühle die Harmonie deiner Atmung.
Dein Körper kann jetzt loslassen und sich entspannen, während du ruhig weiter ein- und ausatmest und alle Gedanken, die dich beschäftigen, einfach verschwinden lässt, wie Wolken am Himmel, die vorbeiziehen. Lass sie einfach ziehen. Lass sie verschwinden. Und so wie du gerade feststellst, dass dein Körper entspannt ist, und lass einfach all deine Gedanken ziehen. Wenn ich eine Pause mache in dieser Hypnose, in dieser Trance, so nutze diese Pause, um tiefer und tiefer in deine tiefste Entspannung hineinzugehen. Lass deine Gedanken ziehen. Halte keinen Gedanken fest. Fühle dich wohl und stell dir nun vor oder spüre in deine Augen hinein, wie entspannt die Muskeln deiner Augen sind. Die sind völlig entspannt. Und wenn du nun deine Vorstellungskraft verwendest, kannst du deine Augen schließen und einfach zufallen lassen. Völligst entspannen. Entspanne diese Muskeln so sehr, bis sie nicht mehr funktionieren. Lass dich gleiten in eine absolut tiefe Entspannung. Denn du weißt, bewusst und unbewusst, dass diese tiefe Entspannung, diese Hypnose dir wirklich gut tun wird. Und wenn du weißt, dass deine Augen entspannt sind, so dass sie nicht mehr funktionieren, dass du sie nicht mehr öffnen kannst, deine Augenlider, dann kannst du es gerne testen. Das musst du nicht, du kannst es. Du hast hier die freie Entscheidung. Und während du gerade so darüber nachdenkst, über deine Augen und die Muskulatur, dass deine Augen jetzt geschlossen sind und dass du sie gar nicht mehr öffnen möchtest, stell dir einfach vor, wie jetzt dieses Gefühl der Entspannung wie ein warmes, flüssiges Licht, ein Licht, das tief bis zu den Nerven und Muskeln deines Körpers eindringen kann. Ein Licht, das so warm ist, dass es dich mit Energie füllt. Und vielleicht stellst du dir dieses Licht in deiner Lieblingsfarbe vor. Und stelle nun vor, wie dieses Licht sich im Körper ausbreitet. Und je weiter es sich ausbreitet, desto entspannter wirst du. Und du spürst, wie sich dieses wunderbare Gefühl der Entspannung immer weiter ausbreitet durch deinen Körper, durch deine Zellen, durch deine Nerven. Und du fühlst dich wohl, denn du weißt tief im Innersten, das ist der richtige Weg für dich. Und während du mir weiterhin zuhörst, beginnt sich dieses wohlig warme Licht immer weiter auszubreiten. Vom Genick langsam bis in das Innere deiner Wirbel. Es breitet sich aus und wird dann von dort über die Seiten deines Rückens langsam sich verteilen. Und du spürst es daran, dass deine Muskeln sich immer tiefer und tiefer entspannen, bis tief in die Muskulatur hinein, bis in die letzte Faser, bis in den letzten Nerv deines Körpers. Alles entspannt sich und du fühlst dich wohl und frei und du weißt, dass du eine Entscheidung getroffen hast, die richtig für dich ist. Und während du dieses wunderbare Gefühl der Entspannung genießt,
leiten deine Gedanken das Gefühl weiter in deine Schultern und dringen tiefer in die Muskulatur dort ein, so dass sich die Muskeln wie bei einer sanften Massage entspannen und weich werden. Alles wird weich, immer weicher und entspannter. Du bist fast völlig entspannt. Und das Gefühl der Entspannung dringt weiter bis in deine Arme, bis zu deinen Ellenbogen vor. Alles entspannt sich. Die Muskeln, Knochen, Nerven, Fasern, Organe. Weiter und tiefer bis hinunter zu deinen Unterarmen und weiter zu deinen Handgelenken. Und du spürst vielleicht, wie deine Arme schwer werden, schwer wie Bleigewichte, weil sie so angenehm tief entspannt sind. Jetzt dringt das Gefühl, diese warme Farbe, dieses warme, weiche Gefühl weiter bis in deine Hände vor. Vielleicht werden deine Hände warm oder vielleicht kribbeln sie etwas. Du spürst, wie dieses Gefühl dieser absoluten Entspannung durch deine Finger zu den Fingerspitzen und von dort aus dem Körper hinaus. Dieses Gefühl nimmt allen Stress, jede Anspannung, die Gedanken an die kleinen Ärgernisse und Sorgen. Die Gedanken des Tages, die Gedanken des Erlebten. Einfach hinaus aus dir. Es fließt hinaus aus dir. Lass nun die Entspannung weiter in deine Brust fließen und lass dort alle Muskeln entspannen und tiefer dringen bis in den Bereich des Solarplexus. Überschwemme diese Körperpartie mit dem wunderbaren Gefühl der tiefen Entspannung. Immer tiefer und tiefer gehst du in eine körperliche, absolute Entspannung. Du fühlst dich schwerer und schwerer, sehr angenehm schwer und du fühlst dich wärmer und wärmer. Ein absolut warmes Gefühl streicht durch deinen Körper. Spüre, wie es beginnt, sich bis zu den Beinen und zu den Muskeln um deine Kniescheibe herum auszudehnen. Wie sich dieses Gefühl der absoluten Entspannung weiter langsam bis zu den Beinen und in die Waden vorwärts dringt. Und alle Muskeln in deinen Fußgelenken, Füßen bis zu den Zehenspitzen entspannt und dort herausfließt. Und wenn du jetzt darauf achtest, wirst du feststellen, dass dieses Gefühl der absoluten tiefen Entspannung den vorhandenen Stress, die Sorgen, die Ängste einfach hinfortspült, die dich heute, letzte Nacht, gestern, vielleicht die letzte Woche beschäftigt haben. Und du hast die Erlaubnis, du hast die Wahl, du hast die Freiheit, denk darüber nach, all dies ziehen zu lassen, sodass du in eine tiefe, absolut tiefe Entspannung hineingleitest. Und du spürst, wie diese Entspannung dich sanft erwärmt und wie sich diese Wärme bis in die Tiefe deines Seins ausbreitet. In dem Augenblick oder in einem Augenblick werde ich von 3 bis 1 herunterzählen. Und wenn ich die Zahl 1 nenne, wirst du alles in dir entspannen. Auch die Teile deines Körpers, die jetzt noch nicht entspannt sind. Und du folgst weiterhin meiner angenehmen Stimme. Und wenn ich eine Pause mache, so spürst du die Energie,
die in dieser Pause durch deinen Körper fließt. Drei. Du entspannst deinen Körper immer tiefer und tiefer und immer tiefer und tiefer gehst du in diese absolute körperliche und geistige Entspannung. Zwei. Immer tiefer und tiefer. Du lässt alle Sorgen, Ängste und aller negativen Erfahrungen einfach los. Eins. Du bist nun völlig tiefenentspannt. Und vielleicht achtest du nochmal auf deine Atmung, wie angenehm flach deine Atmung ist, wie du dich fühlst, angenehm warm, ein Gefühl der Wärme durchströmt deinen Körper, von oben nach unten und von unten nach oben. Vom Kopf bis zu den Fußspitzen und von den Fußspitzen bis zum Kopf, völligst tiefenentspannt. Und während du gerade über diese Tiefenentspannung nachdenkst, wirst du merken, dass deine Augen fest geschlossen sind. So tief entspannt bist du nun im Augenblick. Du fühlst dich wohl, schwer. Du fühlst gerade die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst. Nimmst du gerade sehr, sehr intensiv wahr. Aber es fühlt sich gut an, denn es zeigt dir, dass du trotz absoluter Entspannung immer noch die Kontrolle über die Situation hast. Nun stell dir vor und visualisiere, wie du einen Bergpfad entlang wanderst. Dein Körper ist jetzt völlig tiefenentspannt. Es ist ein wunderbarer Tag. Die Sonne scheint. Der Himmel ist tiefblau und es weht ein leichtes Lüftchen. Du kannst diese Brise spüren, wie sie durch deine Haare und über deine Haut weht. Du bleibst einen Augenblick stehen, lehnst dich an einen großen Baum und schaust in den Himmel, wo ein Adler gerade wunderbar und frei, so frei wie du, gerade seine Runden am Himmel dreht. Er gleitet durch die Luft ohne Widerstand und es ist wirklich ein majestätischer Anblick, der dich gerade ein wenig gefangen nimmt. Und du merkst, dass deine Gedanken können dich gefangen halten in einer Situation, in einem Gefühl und du schaust diesen Adler an, wie er an dir vorbeizieht, über dir hinwegzieht und dir wird eines klar und bewusst, du kannst deine Gedanken gehen lassen, du kannst entscheiden über deine Gedanken, du kannst negativ über dich denken oder du kannst positiv über dich denken und du triffst ab jetzt die Entscheidung, nur noch positiv über dich zu denken, positiv in deinem inneren Monolog zu bleiben, immer positiv, mach dich selbst zu deinem besten Freund. Und du schaust dem Adler nach, der so frei und friedlich, so ruhig durch die Luft gleitet und genauso friedlich und ruhig kann man seine innere Kommunikation umstellen von positiv zu super positiv. Und du läufst weiter, ganz ruhig, mit positiven Gedanken in deinem Kopf. Und du bist so ruhig und so friedlich
und so entspannt unterwegs. Und du läufst weiter und weiter. Und du bemerkst vor dir eine Treppe aus Steinstufen, die hinunter zu einem anderen Weg führen. Es sind insgesamt 10 Stufen. Und gleich wirst du die Stufen hinabsteigen. Zu dem Weg, der zu einem wundervollen Ort führt. Es ist ein ganz besonderer Weg. 10 Stufen sind es insgesamt. Und ich bin hier bei dir als dein Führer, als dein Begleiter. Und vielleicht ist noch jemand anderes mit dir da, der dir nahesteht, um die Stufen mit dir hinabzusteigen. Und mit jeder Stufe, die du nimmst, wirst du noch entspannter sein. Noch entspannter, als du es jetzt schon bist. Jede Stufe führt dich immer 10-mal mehr in diese absolute tiefe Entspannung. Und du merkst, dass dein Geist sich auch immer entspannt, immer tiefer in diese angenehme, wunderbare Entspannung hinein. Mach dich bereit für die erste Stufe. 10, 9, tiefer hinab. 8, du fühlst dich absolut entspannt und ruhig und du gehst immer tiefer und tiefer in diese absolute Entspannung hinein. 7, immer tiefer hinab. 6, so friedlich, so gelassen. 5, 4, noch tiefer entspannt. 3, 2, immer tiefer und tiefer entspannt. Und 1. Du läufst den Weg nun entlang und siehst all die vielen wilden, herrlichen Blumen blühen. Und du kannst ihren süßen Duft riechen, der herbeigeweht wird durch einen ganz, ganz lauen Wind. Du läufst weiter und siehst in der Nähe eine Gruppe von Bäumen. Du schlenderst durch das Wäldchen und du denkst darüber nach, dass du vorhin eine Entscheidung getroffen hast, deinen vorherigen negativen, voll Schuldgefühlen inneren Dialog in einen positiven Dialog umzuwandeln. Denk einen Augenblick darüber nach, während du diesen Weg entlang schlenderst und die Natur genießt, die Energien in dieser Natur. Und während du weiter schlenderst und darüber nachdenkst, schlenderst du durch ein Wäldchen und siehst, wie der Waldboden mit einer Schicht von weichem grünem Moos bedeckt ist. Es sieht aus wie weicher Samt. Und wie du so weiter wanderst durch das Wäldchen, siehst du nicht weit von dir entfernt einen kleinen Gebirgsbach, der sich durch die Bäume schlängelt. Siehst einen bewachsenen Hain und du läufst auf diesen Bach zu, setzt dich ans Ufer, ziehst deine Schuhe und Socken aus und streckst deine Füße ins frische Bergwasser. Es fühlt sich wunderbar an, wie das Wasser um deine Füße sprudelt und weiterfließt. Das Wasser ist herrlich klar und rein und dir kommt ein Gedanke, dass jeder Fluss in ein Meer mündet und dass jeder Fluss einen langen Weg zurückzulegen hat. Mit Wasserfällen, mit Strudeln, doch der Fluss kommt immer glücklich an sein Ziel. Und du spürst das Wasser ganz intensiv an deinen Füßen. Das Wasser ist herrlich klar und rein. Du kannst die Form und die Farben der Steine im Bach ganz genau erkennen.
Es ist ein wunderschöner Ort und du lehnst dich zurück und schaust nach oben, wo sich die Sonnenstrahlen ihren Weg durch das Blätterdach bahnen. Schau, wie wunderbar das ist. Schau, wie das Licht seinen Weg durch die Baumwipfel sucht und in kleinen Punkten auf der Wasseroberfläche tanzt. Wunderbare Reflexionen siehst du. Das ist ein wunderbarer, friedlicher Ort, wo keine Hektik herrscht. Man nirgendwo hin muss, denn hier ist Ruhe. Hier ist eine gute Energie. Und es ist dein ganz besonderer Ort. Dein Ort, der dir Sicherheit gibt. Ein Ort, wo du tief in dich gehen kannst und zur Ruhe kommen möchtest. Ein Ort, wo du einfach nur sitzt und dich entspannen und dich fallen lassen kannst. Und dich immer tiefer, tiefer zu entspannen. Während du meiner Stimme und dem sanften Plätschern des Gebirgsbaches zuhörst. Und während du gerade diesen Ort genießt, beginnst du über dein Leben nachzudenken und über deine Krankheit. Und während du darüber nachdenkst, kommen dir vielleicht schon Lösungen in den Sinn. Dinge, an die du vorher noch gar nicht gedacht hast, was du Gutes für dich tun kannst, wo Heilung beginnt in deinem Körper. Und ich möchte, dass du dir jetzt deines Körpers ganz bewusst wirst. Und du erkennst, wenn du darüber nachdenkst, über deinen Körper, dass du ein Wunderwerk des Lebens bist. In dir existiert ein riesiges Netzwerk aus Muskeln, Knochen, Gewebe, Nerven. Jede kleine Zelle wird durch eine innewohnende Intelligenz gelenkt, die dafür sorgt, dass seine Aufgabe perfekt erledigt wird. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da wir unserem Körper bis zur kleinsten Zelle durch falsches Denken und erhöhten Stress enorm Schaden zufügen können. Dieses falsche Denken und der unnötige Stress kann große Verwirrung stiften und die Zellen in unserem Körper schädigen. Es stört das Gleichgewicht und die Harmonie, mit der unser Körper funktioniert. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst. Und während du darüber nachdenkst, erkennst du die Ursache für dieses falsche Denken. Und da du dies durchschaust, kannst du jetzt deine Gedankenkraft nutzen, um diesen Zustand zu verbessern. Dein Unterbewusstsein weiß, wie es deinem Körper heilen kann. Du solltest ihm nur vertrauen, denn Vertrauen ist hier ganz wichtig. Dein Unterbewusstsein kennt deinen Körper. Dein Unterbewusstsein regelt deinen Herzschlag, deine Atmung, alles, was deinen Körper betrifft. Und dein Unterbewusstsein kennt deinen Körper. Und alles, was du tun musst, ist, dich bei deinem Körper zu entschuldigen für alles, was du deinem Körper Falsches zugemutet hast. Und du solltest oder musst deinen Körper um Vergebung bitten. Und wenn du das möchtest, so denke mal darüber nach, wie du deinem Körper vergeben kannst. Dein Unterbewusstsein kennt die Lösung für dieses Problem. Du kannst deinem Körper dabei helfen, diese anormalen Zellen, deinen Krebs, dieses Monster in dir, die aus dem Gleichgewicht geraten sind, loszuwerden. Du musst nur Ja zu dir sagen, zu deinem Unterbewusstsein. Denn unsere Körperintelligenz ist dafür geschaffen, unseren Körper zu heilen. Und ich möchte jetzt gerade, dass du mal darüber nachdenkst, was dein Unterbewusstsein ist. Und während du über dein Unterbewusstsein nachdenkst,
möchte ich, dass du dein Unterbewusstsein bittest, drei Ressourcen freizumachen, drei Kräfte zu aktivieren, damit du diese anormalen Zellen, die in deinem Körper wohnen, wieder los wirst. Und wenn dein Unterbewusstsein diese drei Ressourcen, diese drei Kräfte deutlich gemacht hat, möchte ich, dass du mir mitteilst oder dass du dir mitteilst, dass du diese drei Kräfte gefunden hast. Und ich möchte, dass du dir diese drei Kräfte, diese drei Superkräfte, diese drei Ressourcen anschaust. Und wähle bitte die beste Kraft aus, egal welches Bild gerade nach oben kommt, das passend für dich und für deinen Zustand ist. Wenn du dich für die beste Kraft, für die beste Ressource entschieden hast, wirst du das jetzt tief in dir drin spüren. Und jetzt möchte ich, dass du dein Unterbewusstsein bittest, diese besondere Kraft für dich zu nutzen und damit alle anormalen Zellen, alle Krebszellen, alle Tumorzellen, die in deinem Körper sind, zu beseitigen. Und wenn du deinem Unterbewusstsein diesen Befehl gegeben hast oder dein Unterbewusstsein gebeten hast, dies zu tun, möchte ich, dass du auf eine positive innere Antwort wartest. Dein Unterbewusstsein wird dir jetzt ein Signal nach oben schicken. Als Bild, als Ton, als Geräusch, als Gefühl. Und das ist die positive Art, mit der dein Unterbewusstsein mit deinem Bewusstsein, mit deiner Seele, mit deinem Körper kommuniziert. Und jetzt möchte ich, dass du dich noch tiefer entspannst. Denn dein Unterbewusstsein weiß jetzt, dass es diese spezielle Ressource, diese spezielle Superkraft nutzt, um jede einzelne der anormalen Zellen aus deinem Körper zu entfernen. Dein Unterbewusstsein arbeitet 24 Stunden am Tag und hört nicht auf, bis es sein Ziel erreicht hat. Und ich möchte, dass du jetzt dich bei deinem Unterbewusstsein bedankst, dass es so eine großartige Aufgabe erfüllen kann und seine Arbeit so gut macht. Und ich möchte, dass du ihm deine Dankbarkeit zeigst, indem du ihm ein Geschenk der Liebe und der Wertschätzung machst für all das, was es für deinen Körper tut. Dein Immunsystem ist stark und funktioniert perfekt, Tag und Nacht, damit das Gleichgewicht in deinem Körper erhalten bleibt. Lass dir Zeit. Und ich möchte, dass du jetzt eine übergroße Freude in dir spürst. Ganz tief in dir drin kommt eine Idee, ein Gefühl. Dieses Gefühl wird immer stärker und stärker. Und dieses Gefühl ist die perfekte Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele. Und aus der Kraft, die diese Harmonie, dieses Gefühl der Harmonie dir gerade gibt, möchte ich, dass du deinem Unterbewusstsein einen Befehl erteilst. Sprich zu deinem Unterbewusstsein und erteile den Befehl, dich zu unterstützen, deine Selbstheilungskräfte zu aktivieren, damit du deinen Kampf gegen den Krebs gewinnst. Perfekte Harmonie. Perfekte Harmonie. Werde dir bewusst, dass dein Körper ist ein Wunderwerk des Lebens.
Und von diesem Tage an, von dieser Minute an, wirst du ihn mit Liebe und Respekt behandeln. Denn du hast ihm jetzt einen Auftrag gegeben, nicht dem Krebs zu erliegen, nicht den Krebs dein Leben bestimmen zu lassen, sondern einen Kampf anzunehmen gegen diesen Krebs. Und ich möchte, dass du deinem Körper mit viel Liebe und viel Respekt begegnest. Du wirst dich jetzt, ab heute, ausgewogen ernähren. Du wirst viel kühles, erfrischendes Wasser trinken. Und du wirst dich ausreichend bewegen. Genau so, wie es für deinen Gesundheitszustand im Augenblick richtig ist. Harmonie zwischen Körper, Geist und Seele bedeutet, dass du von diesem Tage an hast du alle negativen Gedanken freigesetzt, jeden Ärger, jeden Hass. Denn du weißt, dass du die Vergangenheit nicht ändern kannst. Die Menschen, auch du, sind im Grunde nicht verantwortlich für das, wie sie sind. Denn sie verhalten sich so, wie sie programmiert wurden. Von Kind an, bis sie erwachsen sind. Sie tun alles dafür, dass sie nicht wissen, wie verletzend sie sich manchmal gegenüber anderen verhalten. Harmonie. Da du dies jetzt alles verstehst, kannst du dir jetzt die Erlaubnis geben, all diese Gefühle des Schmerzes, der Verletzung und der Wut freien Lauf zu lassen. Mache dich frei von dieser negativen Energie und lass sie über deine Füße in diesen wunderbaren Teich hineinfließen. Stell dir jetzt vor, dass du all diese negativen Gefühle einsammelst und sie in einen Behälter direkt neben dir verstaust. Schließe den Deckel und verriegel den Behälter richtig. Und werfe diesen Behälter in den Fluss. Denn dieser Fluss trägt den Behälter der schlechten Gefühle, der Unharmonie in dir, trägt diesen Behälter weit weg und es wird verschwinden. Und ich möchte jetzt, dass du harmonisch mit dir umgehst, in deiner Gedankenwelt, in deiner körperlichen Welt, in deiner Beziehungswelt. Gehe harmonisch mit dir um, in deiner Gedankenwelt, in deiner Beziehungswelt. Gehe harmonisch mit dir um, in deiner Gedankenwelt. Denn Heilung auf tiefster Ebene funktioniert am besten in Harmonie. Und diese Harmonie hast du jetzt durch Kraft dieser Hypnose deines Unterbewusstseins hinbekommen. Ich möchte, dass du noch die nächsten 1-2 Minuten in dieser absoluten tiefen Entspannung verharrst. Und diese Entspannung absolut für dich genießt. Und vielleicht spürst du in deinem Körper, wie ein Ausgleich passiert zwischen gesunden Zellen, wie die Kommunikation sich verändert in deinem Körper. Die gesunden Zellen dominieren ab jetzt deinen Körper, nicht mehr die kranken Zellen. Und nach diesen 1-2 Minuten werde ich dich sanft aus dieser tiefen, hypnotischen Heilungstrance herausführen. Und du wirst dich munter fühlen, energiegeladen, absolut harmonisch mit dir selbst.
Ich werde in einem Augenblick von 1 bis 7 zählen. Und wenn ich die Zahl 7 nenne, wirst du deine Augen öffnen und dich wunderbar erholt und erfrischt fühlen. Vollkommen wach und aufmerksam. Du wirst dich besser fühlen, als du dich die ganzen letzten Zeit gefühlt hast. Ich beginne jetzt mit dem Zählen. 1. 1. So langsam spürst du wieder deinen Körper, wie die Energie anfängt zu fließen in deinem Körper. Vielleicht bewegst du kleine Muskelpartien, wie die Zehen oder die Hände. 2. Vielleicht bewegst du jetzt auch langsam den Kopf. Dein Herzschlag kommt wieder in den Normalzustand. Dein Bewusstsein und Unterbewusstsein schließt sich zusammen und du weißt, dass du eine Lösung gefunden hast. 3. Du fühlst bei dem Auftauchen aus dieser tiefen, tiefen Trance eine absolut positive Energie, die bei jeder Bewegung, die du machst, stärker wird. 4. Du wirst aufmerksamer und wacher. 5. Vielleicht kannst du deine Augenlider schon wieder bewegen und du freust dich, gleich wieder im Hier und Jetzt zu sein, denn du hast eine wahnsinnige, tolle Arbeit geleistet. 6. Du beginnst deine Augen zu öffnen, langsam, entspannt, wie als wenn du aus einem wunderbaren Traum erwachst. Und 6,5. Dein Herzschlag, alles freut sich gleich, die Augen zu öffnen. Und dass du wach wieder hier und jetzt bist, energiegeladen und du weißt, dass dir hier etwas sehr, sehr Tolles passiert ist. Und jetzt öffne deine Augen. 7. Und ich hoffe, dass du gerade die Augen aufmachst und ein wunderbares Lächeln über dein Gesicht kleidet. Und dass du diese Hypnose, diese Trance genossen hast und dass sie dir wirklich hilft, deine Krebserkrankung, das Monsterkrebs, in den Griff zu bekommen mit Harmonie und Liebe und tollen Gedanken für dich. Mein Name ist Ari Menges, diplomierter Hypnosetherapeut und ich bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Thank you.
Thank you.